Lass uns anfangen mit dem Gebet. Lieber Vater, wir kommen hier, um dir zu danken für diese Stunde, die du uns gegeben hast, wo wir weiterhin durch die Mappe gehen können und mehr von dir lernen. Vater, bitte sei mit uns, sei in uns. Wir bitten dir für Licht und fragen, dass du mit uns leitest heute Morgen. Gib mir die richtigen Wörter, öffne meine Gedanken zu der Wahrheit und hilf auch meine Geschwister hier, die mit mir sind, dass wir zusammen eine gesegnete Studienstunde haben. Und ich danke dir im Namen Jesu. Amen. Amen. In der letzten Stunde hatten wir uns mit den Gedanken auseinandergesetzt, wie dieses babylonische System einen Angriff auf die Gemeinde, auf das Evangelium gemacht hat. Und wir schauten da an, wenn ihr euch noch daran erinnert, ihr euch noch daran? Ja. Habe ich das richtig? Oder war das 2M? Mit 2M. Da ging mir so eine kleine Stimme, sagte, ich glaube, das ist 2M. Der Herr ist in dieser kleinen Stimme. Dieser Angriff auf das Evangelium war, in dem das babylonische System immer wieder die Wahrheit immer auf das sichtbare irdische System runterbringen möchte. Schon seit dem Anfang. Das ist in Israel passiert, das ist aber auch hier, wie wir das innerhalb von diesem babylonischen System, von diesem Kleinhorn, ist das natürlich passiert, indem dass diese Tradition, die auf der Seite 85 ausgedeutet sind alles wieder sichtbare irdische Sachen, die Leute tun, um das, die Realität vom Himmelreich wegzunehmen. Und warum? Warum möchte Satan keine Verbindung für den Mensch hier oben haben? Dann bekommen sie keine Kraft, dann sind sie abgeschnitten. Genau. Sie hätten ja sonst Leben. Das würde genau, sonst hätten sie ja Leben. Leben haben wir ja, auch wenn wir Jesu ablehnen. Aber was wir nicht haben, ist den Segen. Und ohne den... Das ist ja nur ein begrenztes Leben. Genau. Für eine bestimmte Zeit, bis die Probation zu Ende ist. Ja. Was heißt das? Gnadenzeit. Die Gnadenzeit zu Ende ist. Und dann, genau, ist es bei dieser begrenzten Zeit ist es abgeschnitten. Und wenn wir den Segen nicht haben, können wir dann auch nicht diese Versiegelung haben. Ja, und wir müssen alles versuchen, aus eigener Kraft zu tun, ja. Genau. Da hatte ich gesagt, dann schauen wir weiter auf dieser Stunde jetzt in diesen weiteren Angriff. Den Angriff auf die 10 Gebote. Auf Seite 87. Wir kennen die 10 Gebote, wie sie stehen in der Bibel. Die 10 Gebote, wie sie von römischen katholischen Katechismus dargestellt werden, sind auf der rechten Seite. Und es ist interessant, was weggenommen wird.
das zweite Gebot entfernt. Und was bringt das immer wieder uns hier zurück? Indem, dass wir Anbetungsbilder haben und so, bringen wir die Gedanken der Menschen immer hier unten wieder hin. Wir nehmen die Gedanken von den Menschen, von dem Himmlischen weg. Und wie passiert das? Könnt ihr noch erinnern daran, wir hatten das göttliche Muster angezeigt von dem Himmlischen durch das Irdische. Gott hat das irdische System aufgesetzt als ein Kanal zu der himmlischen Realität. Dieses System von diesem babylonischen Infiltration, also Unterwanderungsprozess, ja, erhöht das irdische System als eine Quelle in sich selbst, dass wir das hier nicht mehr brauchen. Das ist der Grund hinter diesem System. Das zweite Gebot ist entfernt, so das wieder aufzusetzen, diesen Prozess runterzubringen, dass die Leute was Sichtbares haben, um anzubeten. Was war noch hier drin? Ich dachte, da waren unter... Ich dachte eigentlich, da war auch ein anderer Unterschied in dem ersten Gebot. Nee, eigentlich nicht. Das vierte Gebot raus, das zweite Gebot raus, das vierte geändert und das neunte geteilt. Okay. Wie ist denn der Anfang? Weil sonst ist doch immer, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Mhm. Ja, das haben wir... Ist das denn im Katholischen? Ist das noch drin? Oder? Das weiß ich nicht genau. Georg, weißt du das? Ob das immer noch so angedeutet wird in den katholischen... als es erst, also spricht nicht mehr von, okay. Ich bin der Herr, du sollst keine Ahnung haben, wenn wir das System. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da war noch ein, warte ganz kurz mal. Okay, da ist ein Unterschied. Es ist hier im Deutschen schadeweise nicht genau so rausgekommen. Im Englischen der Unterschied ist das folgende. Wenn ich, vielleicht kann Jutta mir dabei helfen, um das auszudeuten. Im Gebot Nummer 1, im Englischen, der Punkt ist, keine anderen Götter. In dem Römischen, das erste Gebot ist als folgende. Strange. Oh, strange. No strange gods. Also sagt nicht keine anderen Götter, es sagt keine fremden Götter. Ach so, im Englischen heißt es dann keine fremden Götter, ja, dann haben wir das gleich dann. Das ist ein Unterschied. Und dann bekannten Götter kannst du haben. Genau. Das heißt, wenn dieses religiöse System dir die Götter vorschreibt, die du anbeten darfst, ja, sogenannt diese Saints, ja, die du alle anbeten kannst, dann sind die nicht fremd. Ja. Und die darfst du dann anbeten. Also sehen wir dieses Ganze. Und wo sind die Saints? Wo sind die Heiligen? Auf Erden. Ja, der Strange God ist vielleicht dann auch der Vater und der Sohn. Die werden immer mehr. Ja. Yep. Und dann natürlich die Veränderung des vierten Gebot. Das zweite ist ganz abgeworfen, ja. Ja, genau. Entschuldigung, Hans, das hast du recht. Das zweite ist ganz, muss ja weg. Weil sonst, wie kannst du als Katholiker damit arbeiten, wenn da irgendwas zu tun ist mit... Ja, nee, genau, hast du ein Problem. Und dann in dem vierten Gebot gibt es in der Bibel natürlich einen Grund. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Und dann gibt es uns den Grund dafür. Und in dem Gebot, das es hier gibt, in der katholischen Gemeinde sagt es, Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst.
aber steht nicht darauf, welcher der Sabbattag ist, weil da kein Zusammenhang mehr ist mit der Schöpfung. Hier ist aber auf der linken Seite in der Grafik da. Du meinst, I am the Lord that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me. Also, du meinst im Sinne, ist nicht vollständig. Ja. Ja, das. Nein. Nummer eins ist dem, dass es. Und das ist gut, wenn wir das jetzt erkennen, dann können wir nämlich diese Grafik auch dann im Vollen mitbringen. Ja, manchmal hat es vielleicht wegen dem Platz nicht gepasst oder so. Ja. Ich habe zum Teil. Ja, noch kleiner kannst du es kaum lesen. Dann geben wir alle Leute ein kleines Vergrößerungsglas mit den Mappen und dann können sie da dran schauen. Ja. Aber wenn man die zwei Tafeln vergleicht, ist es interessant, dass alles, wo ein bisschen mehr Text ist, das haben sie alle vollkommen rausgenommen. Wo ein bisschen was erklärt wird, das alle haben sie rausgenommen. Ja. Also im ersten Gebot verlieren wir, warum wir keinen anderen Gott vor uns haben sollen. Weil, wie Georg gerade gesagt hat, das Gebot fängt an mit dem, dass dieser Gott, den wir anbeten sollen, ist derjenige, der uns aus der Gefangenschaft bringt. Und darum sollen wir keine anderen Götter haben, weil er der Einzige ist, der uns aus der Gefangenschaft bringen kann. Und das ist nicht nur für... Ja, das fünfte Gebot ist auch geändert, was zwar in dem anderen das vierte Gebot ist, aber da ist eben auch das Wesentliche, es ist immer das Wesentliche raus. Ja. Du sollst Vater und Mutter ehren, warum sollst du Vater und Mutter ehren? Das ist wieder der Hinweis auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, die ist ausgelöscht. Haben die denn den Epheser-Text auch verändert? Der Epheser-Text nimmt ja nochmal Bezug auf das Gebot und schreibt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Das weiß ich nicht, aber ich würde davon ausgehen, weil die Grundsage der katholischen Gemeinde oder Kirche ja nicht die 10 Gebote sind, aber der Papst, heißt, dass du eigentlich gar keine Harmonie brauchst im Wort Gottes. Ja. Sie brauchen diese Harmonie gar nicht, weil der katholische Laie die Bibel gar nicht liest. Das meinte ich in dem Sinne. Ich würde mir nicht vorstellen, dass ein Katholiker, der sich auf diesem Prinzip sieht als Wahrheit, der dann sagen würde, jetzt schaue ich mal nach in der Bibel, ob es so ist. Die nehmen ja die Wahrheit an, indem dass der Priester es gesagt hat, die glauben es und das ist zu Ende. Also wenn ich das so von meiner Mutter verstehe, die auch in dem Katholischen aufgewachsen ist. Es war ja bis zur Zeit der Französischen Revolution sogar bei Todesstrafe verboten, überhaupt eine Bibel oder Bibelausschnitte zu benutzen für einen Katholiken. Wow. Und in der Bibel selber haben sie, glaube ich, die Gebote auch nicht geändert, weil die liest sowieso keiner. Die Leute lesen ja den Katechismus. Ja. Ich dachte, die Katholiken haben eine Spezialbibelausführung. Nein? Doch, die haben eine katholische Bibel. Die haben eine katholische, aber die Gebote direkt haben sie nicht geändert. Das ist ein bisschen eine komische Übersetzung. Wenn du mit Leuten sprichst, ob es evangelisch ist oder katholisch ist, da wissen nur die allerwenigsten überhaupt, dass die 10 Gebote in der Bibel stehen. Die glauben alle, dass die 10 Gebote nur im Katechismus stehen. Und das macht Sinn. Weil um die Leute zu verdummen, wird da nichts von der Bibel gegeben, wie du gesagt hast. Als ich Christenlehrer und Konfirmandenunterricht hatte, da hatten wir nicht die Bibel zum Lernen gehabt, da hatten wir des Christen Lehre und Leben. Ja. Das ist so ein Buch, das ist ungefähr halb so dick wie die Bibel. Und da ist dann der Katechismus drin, da ist dann alles Nötige drin, da sind die ganzen vielen Geschichten drin, da ist auch Daniel in der Löwengrube drin und alles solche Sachen. Aber da ist nicht wirklich Bibel und schon gar kein biblischer Zusammenhang. Eine schöne Überraschung. Ja. Ja, so die
Spaß. Oh, mein Spaß. Oh, du hast deinen Wohnwagen schon alles arrangiert. Danke sehr. Ich glaube, dass die katholischen Christen und die evangelischen Christen, die den Katechismus lesen, die haben irgendwie das Gefühl, die Bibel ist halt so ein kompliziertes Buch, das können nur die Prediger verstehen. Ja, warum? Die kommen gar nicht auf die Idee, die Bibel zu lesen. So. Warum? Bruder Angelo? Was ist die Offenbarung in der evangelischen Kirche? In der katholischen Kirche genauso. Das haben sie übernommen. Es ist eine geheime Offenbarung. Ja, die geheime Offenbarung. Und nur der Papst kann dir sagen, was es bedeutet. Im Grunde ja. Ja. Das heißt, wenn du das Wort geheime Offenbarung, das ist ein völliger Widerspruch in sich. Aber es wird geglaubt, weil es von oben herab gesagt wird. Ja, in Englisch wird das Wort benutzt, das Oxymoron. Zwei Sachen, die total oppositionell sind. Bruder Angelo. In der orthodoxen Kirche, in der orthodoxen Bibel, steht alles richtig. Nur es gibt unten, da steht für die Christen, ist Sonntag angenommen. Eine Anmerkung. Verstehst du, was ich meine? Da steht Sabbat und dann steht auch. Alles steht richtig in unserer Bibel, aber es steht unten den 10. Gebot, in dem Mose 2. oder. In dieser Seite steht unten, für die Christen ist Samstag oder Sunday. Sonntag. Sonntag, Sunday. Wer ist Christ jetzt? Es gab, war das 1900, irgendwo in den 1990er Jahren, da hat Johannes Paul II. Ein päpstliches Lehrschreiben rausgegeben, das ist schon, hat schon Autorität. Dies Domini. Das heißt, übersetzt, der Tag des Herrn. Und in dieser Ausarbeitung, ich habe sie selbst nicht gelesen, aber ein Prediger, mit dem wir darüber gesprochen haben, der hat sich dieses ganze Ding durchgelesen. Und er sagt, das erste Kapitel von Dies Domini, das kann er 100% biblisch unterschreiben. Er spricht also direkt vom Sabbat. Er spricht auch, warum er gehalten wird, dass Gott diesen Tag geschaffen hat und so weiter und so fort. Und dann kommt nachher, und deshalb halten wir den Sonntag. Das heißt also, er bringt eine biblische Begründung und sagt dann, und deshalb halten wir den Sonntag. Und keiner hinterfragt, keiner guckt nach. Das heißt, er weiß es. Ja, in Deutschland haben wir auch die Kalender geändert, dass der siebte Tag jetzt auch Sonntag ist. So in Deutschland? Der ist weltweit geändert. Ja, aber in Kanada zum Beispiel sind die Kalender noch so Sonntag bis... In allen Kalendern in Australien ist der erste Tag Sonntag. Ja. Auf dem Kalender ist der siebte Tag immer Sabbat angedeutet. Ja, Kanada ist auch so. Ja. Also da sind die Kalender anders gedruckt. Das ist, ja, das ist da. Weil meine Information war das, was über die UNO sogar gegangen ist. Denn in ganz Europa ist das eigentlich... Ja, okay. Ganz Europa, ja, aber okay. Einigen Ländern noch nicht. Also in Australien, alle Kalender, die, auch wenn ich den auf meinem iPad habe, mein Kalender operiert immer der siebte Tag, es geht immer gleich durch. Und all auch, wenn du die kaufst, so für Arbeitkalender und so, alles siebte Tag ist immer Sabbat. Okay. Ja. Sehr wunderbar. Und ich meine, der Sonntag ist trotzdem dann rot. Also meinst du, genau. Aber dann eine andere Farbe, blau oder irgendwie, wenn der Sonntag rot oder so. Oder? Ja. Aber trotzdem ist es so aufgeschrieben, dass der Sabbat praktisch am Ende ist und dann der Sonntag rot am Anfang. Ja, und das ist dann bei uns seit 1976 ist das geändert. Also haben wir da das 40. Gebot, den Sabbat, den Zugang, also die Verbindung des Sabbats zu der 7. Tag, oder 6 Tage Schöpfung ist nicht mehr da. Und das heißt, die Beziehung von dem Sabbat zu Gott hin ist eigentlich ausgelöscht. Dass der Sabbattag jetzt eine Verbindung braucht, die dann dieses System diesem Sabbat gibt. Und es sagt dann, das ist der Sonntag und das ist dann zu Ende. Um dieses dann reinzubringen, oder weil sie das zweite Gebot rausgenommen haben, müssen sie dann natürlich dann das letzte Gebot teilen.
Interessanterweise aber, wie Bruder Georg vorhin gesagt hatte, du sollst den Vater und deine Mutter ehren. Ohne einen Begriff, warum. Und indem dass es dieses tut, heißt auch, dass wir verändern die Bedeutung, warum oder die Funktion der Ehre zu den vor der Ehre zu den Eltern eigentlich ist, weil in Gottes System ist ja der Segenskanal von dem Vater durch den Sohn zu dem Mensch. Und natürlich, wenn das der Vater ist, dann durch die Mutter zu den Kindern, dass dieser Segenskanal weiterfließt. In diesem hier, wenn wir dieses Gesetz ansehen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist dieser Segenskanal eigentlich nicht mehr in Bezug auf dieses. Die Gemeinde benutzt dann die Macht, die die Mutter und Vater besitzt, um den freien Willen des Kindes zu steuern, sodass die genau tun, was die Eltern schon glauben. Und wenn nicht, dann wird das als Sünde betrachtet. Und wenn wir die Geschichte von Jesu ansehen, dann sehen wir, dass auch Maria zuteil frustriert mit Jesu war, weil sie auch als Jude gefolgt hat, bestimmte Traditionen, die Jesus nicht gefolgt hat. Und du siehst das in dem Leben Jesu, wenn Schwester weiter darüber spricht. Und da war oftmals, wo Jesu Sachen nicht mitgetan hat und Maria und Josef hatten Probleme damit, auch seine Brüder, also seine Geschwister. Und die sahen ihn, als wenn er sich irgendwie besser denn die dachte oder was immer. Und sie hatten ihm gesagt, du musst das tun, die Pharisäer haben uns dieses vorgeschrieben. Und er sagt, zeig mir in der Bibel. Also er hat sich nicht gegen dieses Gebot, seine Vater und Mutter zu ehren, geneigt. Er hat ihnen Ehren gegeben. Aber seine erste Ehre geht zum ersten Gebot. Und mit diesen Veränderungen, die es gibt in diesem katholischen System, ist das nicht mehr erhalten. Also es verdirbt diesen ganzen Segenskanal. Um das Sichtbare auf Erden zu erhalten. Dann bezüglich die nächste Grafik war auf den Angriff zum Sabbat. Weil mein Deutsch so gut ist, könnte jemand anders das bitte lesen, was auf dieser Grafik da geschrieben ist, sodass wir es eigentlich auch verstehen können. Der Papst hat die Macht, Zeiten zu verändern, Gesetze abzuschaffen und alles aufzuheben, selbst die Anordnungen Christi. Das ist unglaublich. Das andere auch noch? Ja, bitte. Wahrscheinlich die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals vollzog, geschah im ersten Jahrhundert. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde von Samstag auf Sonntag verändert, ohne irgendeine Grundlage der Heiligen Schrift, sondern auf der Grundlage des Empfindens ihrer eigenen Macht. Menschen, die denken, dass die Schrift die einzige Grundlage sein sollte, sollten siebenten Tags Adventisten werden und den Sabbat halten. Zumindest dachte uns das. Enorm, ne? Wobei das letzte Zitat 1995 gegeben wurde. Und das ist nämlich das interessante Ding, das bei mir durch den Kopf ging, Bruder Georg. Solche unverfrorene Behauptungen stellen diesen Gipfel dieses Systems in der Erhöhung von selbst zum Gott gleich. Und wie du gesagt hast, Bruder Georg, 95 ist eine interessante Zeit für die Gemeinde, also die Kirche, die katholische Kirche zu sagen, wenn ihr die Heiligen Schrift folgen wollt, dann solltet ihr Sieben-Tags-Adventisten bekommen. Und jetzt, ich stehe vielleicht hier auf sehr dünnem Eis, aber meine Gedanke ist die folgende. Würde Satan je die Leute auf dieser Erde zu dem Licht bringen? Niemals. Und der Grund dahinter ist, er hat kein Problem heutzutage,
die Leute zu der Sieben-Tags-Adventisten-Gemeinde zu leiten, weil er weiß, dass der Segen nicht da ist. Der volle Segen, der Gott dafür hat, durch dieses System, hat die Sieben-Tags-Adventisten-Gemeinde wie Israel verdorben. In einem arbeitsbegründeten System. Und darum hat er keine Probleme zu sagen, ihr sollt da hingehen. Warum? Weil zum Großteil die Erfahrung eines Sieben-Tags-Adventistens, und ich sage das nur als eine Generalisation, ich kann den bestimmten einigen natürlich nicht ansprechen damit, aber das System, wie es aufgebaut ist, benutzt den Sabbat als ein Arbeitsziegel oder als ein Arbeitssiegel, Zeichen, Marke, um zu bestimmen, dass wir die Auserwählten sind, die durchgehen. Und das ist nicht der Fall. Der Sabbat stellt sich selbst auseinander als ein Kanal, durch welchem wir den Segen Gottes bekommen. Und dieser Kanal wird auch in der Bibel vergrößert. Das heißt, wenn wir in unserer Leistung, in unseren Arbeiten zu Gott kommen, in diesem Kanal, erhöhen wir den Kanal als eine Quelle. Und so ist es die Erfahrung von der Gemeinde zum Teil. Und so lehrt sie das. Dass der Sabbat ein Zeichen in sich selbst ist, dass wir die Wahrheit haben. Aber ohne all das, was dazu kommt, und wir hatten das zusammen noch früher gelesen, von diesen früheren Schriften, Seite 32, glaube ich, war das, wo sie sagte, wenn wir den Sabbat vollkommen oder mehr vollkommen ausdeuten, diese Botschaft geben, dann wird der Heilige Geist im Vollen auf uns rauffallen. Ja. Adrian und ich, wir haben gestern noch mal kurz gesprochen. Wenn wir die falsche Auffassung von Gott haben und haben immer noch dieses halbheidnische Denken, und wir sehen uns jetzt mal das Ende an. Gott bestraft also von ihrem Denken die Menschen mit 7 unglaublich schlimmen Plagen, nur weil sie einen anderen Tag halten. Wir müssen uns das mal überlegen, was uns das für ein Bild, ein falsches Bild von Gott geben kann. Ihr haltet nicht den Sabbat, sondern den Sonntag. Okay, dann lasse ich mal die Sonne euch verbrennen, dann schicke ich euch schreckliche Plagen. Was für ein heidnisches Bild können wir von Gott bekommen, wenn wir da eine falsche Auffassung haben? Was ist der Sabbat wirklich? Und auch, Schwester Jutta, auch die Gedanken dazu sind ja die folgenden. Wie ich das verstehe, fangen die Plagen, von denen du sprichst, ja nach der Gnadenszeitendung an. Ja. Alles, das Gott seinem Volk geschickt hat, sagt im Offenbarung 3, Those whom I love, I rebuke and chasten. Ja, die ich liebe, die strafe und züchtige ich. Für welchen Grund? Um sich wieder zu Jesus zu bekehren und zurückzukommen. Ja. Das heißt, dass die 7 Plagen für diesen Zweck niemals geeignet sein können. Die 7 Plagen können keinen zurück zu Gott bringen. Warum? Weil die Gnadezeit zu Ende ist. Also davon raus zu denken, dass die 7 Plagen von Gott direkt kommen auf das Volk, für welchen Grund? Ja, aber ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein falsches Bild das gibt, wenn wir erstens den Charakter Gottes nicht kennen und glauben, dass Gott die selber sendet, genau, um die zu bestrafen, die gerade mal eben den falschen Tag halten. Dann haben wir ein absolut heidnisches, falsches Verständnis von Gott. Und dann im Inneren werden wir dann auch anfangen, diesen Gott zu hassen irgendwie, weil die Welt wird uns solche Probleme schaffen, das heißt, die den Sabbat halten, die werden nicht mehr kaufen können und nichts mehr. Und Gott sagt einfach, ist mir ganz egal, was ihr für Probleme habt, ich will, dass ihr den Sabbat haltet. Das ist dann unser Ding. Und wenn ihr das nicht tut, dann werde ich euch fürchterlich foltern. Das ist grob gesagt, aber das ist es so. Das macht dann auch deutlich, wenn Schwester Weid sagt, dass eine falsche Gottesvorstellung Götzendienst ist. Da kann man eigentlich nichts weiter zu sagen. Sie hat einfach nur recht. Wenn ich einen trinitarischen Gott habe, dann bin ich in all diesen Lehren drin. Dann glaube ich eben, dass Gott es ist, der die 7 Plagen ausschüttet. Dann freue ich mich wieder, wenn Gott oder wenn der Engel zu Gott sagt, dass es richtig ist, dass er diese Plagen ausgießt. Diese Worte stehen alle da. Nur wenn wir sie im richtigen Verständnis lesen, dann macht es einen
etwas ganz anderes. Mhm. Ich würde aber auch nicht erkennen, dass geschrieben steht, dass der Sabbat wirklich die letzte Prüfung ist und die letzte Entscheidung, wer sich also vorsätzlich gegen den Sabbat hält. Das ist also in gewisser Weise klar geschrieben. Mhm. Natürlich kann man nicht sagen, du hast letzten Sonntag verloren. Das kann man natürlich nicht sagen. Ne? Ja, es geht ja auch um das ganze System und auch in diesen Sonntagsgesetzen ist ja auch oft, dass du sollst die Trinität am Sonntag anbeten. Das ist ja immer zu verknüpfen auch. Ja. Und du kannst dann auch die Trinität am Samstag anbeten, das ist genauso schlecht. Ja. Die Trinität kommt von Sonnenanbetung. Von Sonnenanbetung. Ja. Ja, aber diese Sonntagsgesetze auch in den USA, das ist immer verknüpft mit der Trinität. Ja. Also von daher musst du das beides ändern. Du kannst nicht. Weil viele sagen jetzt zum Beispiel, die Adventisten beten jetzt die Trinität am Samstag an. Ja. Das nützt auch nichts. Ja, deswegen sagt er ja hier, ihr könnt Adventisten werden. Ne? Ja, ja, weil, weil es geht um die Trinität, in welchen Gott. Ja. Zuerst ist die Trinität gekommen, dann Sonntag. Ja. Weil es kann sogar am Ende sein, dass Sabbat halt verloren gehen. Es ist nicht jeder am Ende automatisch, der den Sabbat hat, ist gerettet. Ich glaube, dass es auch viele Fanatische geben wird, die lassen sich den Kopf abschlagen für den Sabbat, aber es heißt noch lange nicht, dass sie im Reich Gottes sind. Bruder Georg. Das Problem ist ja, wir haben zu dem, was Hans Georg eben sagte, wir haben ja vorhin gerade gelesen, Psalm 104, Vers 29, dass eben dieses sich abwenden, das wird dann die Menschen wirklich in Angst und Schrecken versetzen. Und das ist das letztlich, und das sehe ich eben jetzt auch in den Plagen so, wenn die Zornesschalen ausgegossen werden, dann lässt Gott zu, dass die Dinge, die die Menschen produziert haben, jetzt auf sie zurückfallen. Mhm. Dass also sie dann durch ihr, wie wir gestern gerade auch gesagt haben, Sünde mit Sünde bestrafen. Und Gott guckt nicht mehr hin, sag ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Dass die große Anklage in der Welt, mit der wir immer wieder konfrontiert sind, ist, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu? Und das ist dieses heidnische Gottesverständnis, das über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende in die Gene der Menschen schon eingeflossen ist. Weil es ein Same ist. Ja, das ist der Same. Die Frage ist ja berechtigt, warum ist es so? Aber unsere Aufgabe ist, sie aufzuklären, wie der richtige Weg ist, göttliche Weg, Quelle und Kanal, aber wir erklären es auf. Ich habe es auch erst jetzt gehört. Das muss raus, das müssen die Menschen hören. Ja, ja. Nur dann kann man, dann können die auch anders denken. Dann werden sie auch verstehen, denn sie wissen, wie es funktioniert. Aber die Frage, warum ist das zu, der Herrgott, weil es doch Liebe und das passiert, Aufklärung von uns ist notwendig. Aber die anderen müssen bereit dazu sein. Wir hatten genau die Frage letztens, weil die Oma, die war da und hat genau diese Frage gestellt, Adventist eigentlich. Ja, aber die können es nicht verstehen, wenn sie das nicht wollen und dann dieses Prinzip nicht verstanden haben. Weitergehen, liebe Schwester. Jesus ist mehrmals zum Tempel gekommen, bevor er gesagt hatte zu ihnen, euer Haus ist euch, es bin left. Gelassen, ja. Ja. Er hatte bis zum letzten ist immer noch mein Vaters Haus benannt. Und wie ich mich persönlich angesprochen fühlt dabei ist, auch wenn wir zu Leuten kommen, wir müssen davon rausgehen, dass in uns ist nichts Gutes. Mhm. Das heißt, wenn ich auf dem Herzen einen anderen Person liegen hat, das ist Jesus, der in mir diesen Person reinsteckt. Ja. Wenn er mir diesen Gedanken in meinen Kopf reingesetzt hat und die beugen sich nicht gleich zu meiner Denkart, schüttle ich sie ab oder erkenne ich, dass es eigentlich nicht von mir kam und dass Jesus nicht auf einmal sagt, na gut, dann mach, was du willst. Nein, er sagt in Offenbarung 3, ich stehe an der Tür und klopfe. Klopfe ich da 5 Minuten, klopfe ich da 2 Tage, 4 Wochen. Mit Nikodemus nahm es 3 Jahre. Für uns Menschen ist 3 Jahre die gleiche Botschaft zu geben unheimlich stressig. Und mit uns als Israel hat er es ganzen Leben lang getan.
Und das ist die Geschichte, die hier, die Geschichte, die Realität des himmlischen Systems, das vom Anfang zu Ende geht, ist eine Geschichte, wo er jeden Tag, jede Minute leidet Jesu, indem das unzahlbare Menschen sein Leben, Leben annehmen, aber seine Gegenwart ablehnen. Und sich konstant dieses System, das hier oben existiert, durch Satans Macht, und ich sage das jetzt in dem Sinne, die Macht, die er von Gott bekommen hat, hier runterbringt, um die Leute zu verirren. Das ist dieses System und das ist, was die Dreiengelsbotschaft offenbart. Was die Realität ist und was Satan versucht zu tun. Und dieser Angriff ist für uns wichtig im Gedanken zu erinnern, weil wo wir das Licht bekommen von Gott an der Wahrheit, wie es im Buch, in seinem Liebesbrief ausgeschrieben ist, wenn wir dieses zu anderen Leuten verkündigen, und ich hatte mich auch mit Bruder Georg darüber unterhalten über die letzten paar Tage, wir brauchen ein Framework, wir brauchen ein Gerüst, wie wir anfangen. Weil um zu jemandem zu sagen, nein, Gott tötet nicht, wunderbare Aussage. Ich kann dir 20 Plätze in der Bibel zeigen, wo es genau sagt, dass er umbringt. Also brauchen wir eigentlich was aufzubauen, sodass die Leute ein Fundament haben, das zeigt, worauf sie stehen, bewegt sich nicht, sodass die dann diese anderen Sachen anschauen können und sagen, okay, ist es vielleicht möglich, das einen anderen Weg anzuschauen. Ohne das werden wir auch gegen eine Wand dranhauen. Weil wo ich das zuerst gehört hatte, von diesem Konzept, dass Gott nicht tötet, dann dachte ich, können wir uns mal die Bibel vergleichen, weil vielleicht hast du eine andere zu mir, aber ich kann mir schon mehrere Plätze denken, wo es so geschrieben ist. Warum, was sagen wir hier? Und dafür brauchen wir eine Ebene, eine Grundlage, die da steht, um uns dass wir verstehen und dass wir dieses Verständnis auch für anderen mitteln können, dass die dann auch ein Verständnis haben, dass um zu diesem Punkt hinzukommen, zu sagen, dass Gott nicht umbringt, müssen die Leute auch das haben, was wir auch bekommen haben. Das heißt, wenn wir jemanden auf der Straße treffen, ist es vielleicht nicht möglich, dieses ganze Thema anzufangen. Und ich denke persönlich, das ist genau warum Schwester Weid sagt, nur durch Liebe wird Liebe erweckt. Weil für vielen Leuten wird die Möglichkeit nie entstehen, dass wir zu so einem tiefen Gespräch kommen, um dieses eigentlich aufzuschließen. Aber das nur, dass sie mit unserem Leben, mit dem Leben von Jesu in uns berührt werden, dass das für die eine Frage stellt. Warum ist dieser Person anders? Warum? Weil du so gut bist? Nein, weil du alle Ehre zu Gott gibst. Und dann wundern sie sich, welchen Gott betest du denn an? Weil ich habe noch nie so jemand getroffen. Ich habe viele Christen getroffen, aber nicht so wie du. Lass mir dir zeigen. Mhm. Möglichst. Und wenn nicht, dann ist es jemand anders. Mhm. Aber Bruder, ich dir doch klar geschrieben, Menschen, getrieben vom Heiligen Geist, haben geschrieben. Ja. Dann frage ich mich, wer hat Interesse, oder andersrum, warum hat Gott es zugelassen, dass solche Irrtümer in der Bibel sind und die Menschen verwirren. Gut, im Grunde ist es auch so, dass Satans Handschrift drin zu finden ist, weil er hat es verdreht, wie er denkt, der Herr schickt Feuer, der Herr schickt Wasser und macht kaputt und wir sollen nicht töten. Hm? Wieso? Hast du eine Erklärung oder eine Bibelstelle und einen Gedanken, dass die Sache erklärt, im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Menschen getrieben vom Heiligen Geist haben geschrieben. Dass die ganze Bibel inspiriert ist. Ja. Genau, gut. Und das, wenn wir alle auf dieser gleichen Ebene stehen, ist das so ein wunderbarer Anfang. War die Bibel in Englisch, Deutsch oder Hebräisch und Griechisch geschrieben? Hebräisch. Okay, und das heißt, zu manchen Zeiten müssen wir eigentlich zurück auf den Grundtext gehen, um zu verstehen, was eigentlich da gesagt worden ist. Weil die Übersetzung heißt ja, dass du nicht mehr von den Propheten sprichst, du hast einen Interpreter, einen Dolmetscher, was immer du es nennen willst. Jemand, der die Übersetzung gestellt hat. Aber genau wie du und ich bestimmte Brillen haben, diejenigen, die auch übersetzen, haben auch Brillen auf. Das heißt, wenn sie den Urtext lesen,
und eine bestimmte, sag mal, eine Augustinienbrille drauf haben, dann werden sie zu dem besten ihren Wissen, werden sie diesen Text über mit keiner bösen Gedanke, werden sie das übersetzen. Und wir dann, die noch diesen verweiterten Brillenaufsatz haben, werden dieses dann auch so bestimmt lesen. Und wenn uns jemand anders was anderes zeigt, ist es auch nicht möglich, dass wir dann das anders sehen, bis wir von der Grundlage auf wieder Neues befassen haben. Das heißt, wir müssen andere Brille draufziehen. Und das können wir in unserer eigenen Intelligenz nicht tun. Da brauchen wir Hilfe. Und darum erhält diese Realität, dass Gott immer Kanäle hat, um mit der Erde den Kontakt zu erhalten. Und das ist durch seinen Geist. Wir haben die Möglichkeit, die uns Gott gegeben hat, um zu der Wahrheit zu kommen. Er hat nie diesen Kanal abgeschlossen. Und zweitens, Schwester White sagt in Steps to Christ, there will always be a hook for someone to hang their doubt. Das heißt, es wird immer eine Möglichkeit für jemanden geben, an seinen Zweifeln festzuhalten. Da wird irgendwo immer einen Haken geben, wo jemand, der nicht glauben möchte, sein Unglauben dranhängen kann. Und das ist, um unseren Charakter zu prüfen. Das stellt aber nicht die Bibel in Frage als das inspirierte Wort Gottes. Macht das? Ja, also ich habe kein Problem mit, aber wie gesagt, wenn ich mit Leuten spreche und ich bin oft in Berührung, dann ist die Frage, inspiriert, das steht geschrieben. Und du würdest das Gegenteil sagen, deswegen frage ich mich, auch euch, mir ist klar, mit Englisch, mit Griechisch und Hebräisch ist mir auch klar. Und dann die Denkweise von Hebräer ist schon ganz anders als... Genau, den Griechen. Ist erheblich, also, das muss man erstmal nachvollziehen. Ne? Er verstockte Pharao das Herz, ne? Das wäre genauso, wenn ich ihn gebe. Ne? Ja, das ist, wenn du nur den einen Vers liest, ja. Wenn du ein bisschen, man muss halt die ganze Bibel studieren. Wie verhärtet der Herr Herzen? Indem er Licht schickt. Ein Herz kann sich nicht verhärten, wenn es kein Licht hat. Wenn ich jemand sage, du, es steht geschrieben, er soll den Sabbat halten. Und er hat es vorher nicht gewusst, vorher konnte er nie sein Herz verhärten gegen den Sabbat, weil er nie davon gehört. Mhm. Jetzt kann er überlegen, oh, Sabbat, da muss ich vielleicht meine Arbeit aufnehmen. Jetzt muss ich ihn entscheiden treffen. Genau. Die Verhärtung kommt erst, wenn Licht in die Seele fällt. Also dann gibt es entweder, gibst du nach dem Licht oder du verhärtest dich gegen das Licht. Und das ist Konsequenzen zu extrem sind. Und das ist Johannes 3. Ja. And this is the condemnation, that light has come into the world and men have chosen darkness rather than light. Das ist die Verdammnis, die über die Welt, die Menschen, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liefen die Finsternis mehr als das Licht. Das ist die Verhärtung. Mm. Verstehst du? Du bekommst Licht und dann verhärtest du dich. Aber ich bin 35 Jahre im Glauben, weil in der Taufe habe ich gefreut, habe studiert, wir haben Bibelstunden gemacht mit dem Prediger bis nachts um drei, es macht ja selten jemand, egal. Ich war Feuer und Flamme und so weiter. Und jetzt nach 35 Jahren muss ich diese Wahrheiten hören, die alles im Kopf steht. Ist das das, was der Adel danach gesagt hat mit Elia und Johannes? Ja, selbst Johannes der Täufer hat noch ein falsches Verständnis. Aber wir sind ja eine Ängste, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Tag und Nacht arbeiten. Wenn es um die Arbeit kommt. Wir müssen dem Herrn vertrauen, dass er Dinge sehr schnell abschließen kann. Du kannst Tag und Nacht an der Bibel arbeiten und du kommst niemals zum Licht. Nicht an mir, an anderen, die alle Informationen weitergeben. Wie soll es dann nachher wissen, wenn ich nichts sage? Aber ich denke, das ist, Bruder Hans, wenn ich das Verständnis richtig habe von dem Wort Gottes, ich kann Tag und Nacht mit jemand anders studieren und komme nirgendwo hin. Ich kann einmal für die beten und die sehen das selbst. Ja. Ich will auch nicht einen schönen Spruch geben. Ich meine das nur in dem Sinne, dass all die Macht, um die Bibel aufzuschlagen und Licht zu jemand zu geben, dass es den hier drin aufleuchtet, kann ich nicht. Ich kann die Information absolut drüber geben. Aber dass dieses Licht kommt bei jemand, dass es aufgeht, das kann nur Gott. Ja, lieber Bruder, glaubst du im Ernst, dass Leute, die Sache ernst nehmen, dass die ohne Gebet rausgehen und ohne Ding zurückkommen und ohne Gebet die Bibel aufschlagen, das ist doch Basis, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es wird gemacht und trotzdem ist das noch nicht so, dass man sagen könnte, man sieht, ich habe in der Straße schon ein paar Mal versucht, ich habe einen Prediger, einen Italienischen, der ist auch gläubig, die Tochter hat gesagt, Hans, die da oben, die lachen bei uns, weil wir über Sabbat und Sonntag diskutieren. Da habe ich gesagt, nee, die weinen. Die weinen. Nur als Beispiel, ne? Es ist, mir ist die Arbeit nicht so viel. Ich sage halt Arbeit, ne? Wenn ich hinausgehe, diskutiere, spreche, zeige, ja.
Aber ohne Gebet, vorher und nachher, geht nichts, das ist das Basis. Bruder Georg, du wolltest noch was zu ihm? Ja, ich habe da den Ruhm eben auch ein bisschen anders verstanden. Zum einen haben wir schon über das Wort gesprochen, dass Jesus sagte, wie liesest du? Nicht wie liest dein Prediger, wie liest dein irgendjemand, sondern wie liest du? Und das, was ich denke, dass Ruben mit dem Gebet meint, ist, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir ein Bibelstudium halten, vorher beten oder hinterher beten, sondern ein Gebet kann einen Menschen mehr verändern, ohne dass der Mensch selbst dabei ist, als 100 Bibelstunden. Das heißt, es ist unsere persönliche Hingabe, unsere Liebe zu dem anderen, die ihn bewegen kann, sich Gott zu öffnen. Und wenn er sich Gott öffnet, dann kriegt er die Bibelstunden, die er braucht. Ob er sie jetzt von mir kriegt oder von dir kriegt oder von wem auch immer oder ob er sie direkt durch den Geist Gottes bekommt. Das ist das Entscheidende, dass er, wenn er sich öffnet, dann die richtigen Stunden bekommt. Ohne seine Öffnung, ohne dass Gott sein Herz aufschließt, wird gar nichts passieren. Und es werden halt immer nur sehr wenige sein. Ich habe einmal ausgerechnet, wie viele sind 144.000 von der Weltbevölkerung. Das ist, glaube ich, 0,002% oder so. Also das ist leider so. Der Weg ist schmal und wenige werden ihn finden. Wir brauchen nicht zu zählen. Ja, wir brauchen ja zu zählen, natürlich, wir versuchen unser Bestes, aber ja. Nur wenige werden ihr Herz aufmachen. Dazu möchte ich nur sagen, dass... Moskito. Mit dem Gebet sind wir hier. Wir sind im Heiligtum im Himmel. Unsere Gedanken sind nicht in Jerusalem und die sind nicht im Vatikan. Unsere Gedanken sind im Heiligtum im Himmel. Aber unser Studium befindet sich hier. Diese arbeiten zusammen. Das heißt, wenn wir in unserem Gebet hier oben sind, dann können wir als Kanal operieren in unserem Studium. Aber der Maß von diesem, wenn wir uns darauf konzentrieren, unseren Maß von Studium, das wir mit jemandem machen, und dass das einen Unterschied macht, um diesen Person hier oben hinzubringen, was wir eigentlich tun, ist, wir bringen dieses als eine Quelle. Wenn ich heute vor euch stehe, stehe ich hier als eine leere Tafel. Du bist ein Kanal? Ja, und ich möchte nicht gerne von dem, was ich weiß, zu euch sprechen. Warum? Weil ich nicht weiß, was Gott gerne möchte. Du hast doch eine Beziehung zu oben. Kriegst doch einen Punkt von Gott. Und ich vertraue an dieser Verbindung, dass ich ein Kanal bin, um diese Sachen zu sagen. Genau. Ich könnte die ganze Nacht über diese Grafik mir drüber nachstudieren. Und heute Morgen komme ich hier hin und auf einmal geht es mir Sense. Habe ich gar keine Gedanken. Ich bin so verwirrt im Kopf, mit was ich bringen kann oder könnte. Und ich würde euch gar nichts mitbringen. Aber wenn ich die Grundphasen von diesem verstehe, auch wenn ich noch nicht alles zu dem Extrem verstehe und Gott kann mich benutzen als einen Kanal, um dieses Studium zu geben, muss ich aber eine Verbindung hier oben haben. Ohne die, was ihr nur hört, ist, was hier drin ist und da ist nichts viel. Und darum, wenn wir wenn wir ein Maß benutzen, um zu sagen, dass ich gebe mir jetzt 100 Stunden mit dir zu studieren, heißt das lange nicht, dass derjenige, mit dem ich studiere, ins Licht kommt. Es ist mehr möglich, dass wir dann nicht mehr im einen sind, dass der frustriert wird oder ich werde frustriert. Mir ging es vorher ging das so, dass ich ganz viel studiert habe und ganz viel Wissen mir angeeignet habe. Und dann ging es mir richtig schlecht damit, weil ich das nicht umgesetzt habe oder nicht verarbeiten konnte. Und dann kam der Vergleich auch mit dem Manna. Die sollten ja sammeln, aber immer nur so, wie es reicht für einen Tag. Und das, was sie zu viel gesammelt haben, ist schlecht geworden.
Und so habe ich das empfunden. Mir war richtig schlecht gewesen von dem ganzen Wissen, was ich hatte, bis ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt erstmal sitzen lassen, habe das wieder von vorne alles aufgerollt und Tag für Tag gesammelt, dieses Mana. Und dann eben am Freitag doppelt so viel gesammelt. Und das ist dann nicht schlecht geworden. Und dann war es gut. Und das ist, wenn die Verbindung nicht da ist, dann kannst du so viel sammeln, die wird schlecht davon. Ja. Und es immer zu Gottes Zeit. Er gibt uns genug Wahrheit, um uns auf den nächsten Schritt zu bringen. Wenn Gott uns das ganze System, das ganze Bild offenbaren würde, würden wir in Ohnmacht umfallen. Warum? Weil es einfach riesig ist. Schwester White sagt, wir werden für Ewigkeit lernen. Wenn ich mir das vorstelle, wie kann das sein? Da muss doch irgendwann mal ein Punkt kommen, wo du sagst, ja, das kenne ich schon. Aber dass Gott weiterhin mehr und mehr, mehr Ebene und mehr wie Hauten, weißt du, Skins, mehr abziehen kann und einen tieferen und tieferen Begriff bezeigen kann, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so ist es. Und darum, wenn wir weiter mit jemandem studieren, den Maß von unserem Studium heißt lange nicht, dass der Person das akzeptieren wird. Aber im Gebet haben wir viel mehr Möglichkeit, wenn wir was mit jemandem teilen, dass Gott dieses als ein Samen sät, das aufgehen kann. Das ist aber, wie Jutta das meinte, eben auch mit dem Licht. Ne? Dass wenn zu viel Licht auf einmal strahlt, dann, oh, viel zu viel und du machst dein Herz zu. Er muss es auch so strahlen, dass es gerade warm und Licht genug ist, um unser Herz zu öffnen. Und so sozusagen mit uns, wenn wir andere damit überhäufen, mit unserem Wissen sind die auch erstmal erschlagen, denken, oh, langweilig oder so. Aber wenn man ein bisschen hier und da mal hinstreut, dann nehmen sie das an. Genau. Das ist ja das Gleiche mit dem Seemann, mit dem Bauern, der einfach, der wartet. Vielleicht gibt es der Samen aufgegangen ist. Und dann weg. Genau, und es sagt, ich denke gerade dran, mit wem war das? Thessalonika oder den Kolossern, wo Paulus sie anspricht und da war unter der Gemeinschaft war ein Bruch, weil manche sagten, ich bin von Apollos, ich bin von Thessalonika, ne? Ich bin von Apollo. Und Paulus sagt, was bedeutet das? Paulus hat einen Samen gesät. Apollos hat ihn gewässert. Was heißt das? Er hat mehr Studium dahinter gegeben, um da ein bisschen mehr Licht zu geben. Aber was war der Urteil davon? Gott hat die Vermehrung gebracht. Paulus hätte sprechen können, bis er umfällt. Hätte keinen Unterschied gemacht. Dass wir uns darauf abbreiten, darum komme ich auf den Punkt zurück. Wenn wir teilen mit anderen von diesem wunderbaren Licht, von diesem Liebesbrief, den wir täglich lesen und der bei uns eine Veränderung im Herzen bringt. Dieses auszuleben vor anderen Leuten öffnet die Türen für Gespräche, die wir sonst nie haben würden. Ich möchte weiterhin gehen auf 91, auf diesen Angriff zum ewigen Bund. Dieses ewige Bund ist ein Bund, das uns zeigt, eine Zeitlinie vom Anfang zum Ende, in dem beide das neue Bund und das alte Bund existiert. Und die Entscheidung jedes individuellen oder persönlichen Wesen ist eine Entscheidung zu treffen, aus dem alten Bund zum neuen zu kommen. Weil wir sind alle betroffen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, von diesem gleichen Samen, der in Eden angefangen hat. Dieser Unglaube und dieses, ich werde es meinen eigenen Weg machen. Es liegt in uns allen. Und da sagt es drunter, der von der Sklavin war, nach dem Fleisch geboren, der von der freien, aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Es sind zwei Bündnisse, das eine von dem Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert,
das ist Hagar. Sie waren aber beide zur gleichen Zeit da. Mhm. Und wenn wir dann anschauen, da sind ein paar Vergleiche hier. Das Sichtbare in dem ersten, wir schauen wieder auf das göttliche Muster zurück. Das Sichtbare, das sich auf der Erde befindet, bringt uns zu dem Himmlischen. Der Buchstabe öffnet den Weg zum Geist. Wir sehen das im 2. Korinther 3, 6. Ich schaue das nur kurz mal an, weil wir sind eigentlich ganz schön in dieser Gegend. Könnte das jemand mal auslesen? Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Interessant, ne? 2. Korinther 3, 6. Siehst du das gleiche Oppositionelle wieder reingeschrieben? For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Was tut der Buchstabe? Das Gesetz im Alten Bund bringt um, so dass wir durch den Geist Leben kriegen. Also anstatt des Aber ist es Und. Ja. Das Gesetz kommt rein, um den alten Mensch zu sterben, zum Sterben bringen. Und der Geist bringt uns dann zu Jesu, um Leben zu kriegen. Und in gleichem Verstehen auf der dritten Leine, die steinerne Tafeln bringt zu Tafeln des Herzens. Wir kommen vom sichtbaren irdischen System zum unsichtbaren. Haben die Gesetze sich verändert? Nein. Die Gesetze sind genau gleich. Was nur verändert hat, ist, dass der Wesen der Person, der in dem alten Bund war, der auf dem irdischen sichtbaren System war, hat anerkannt, dass die Realität im Himmel ist. Und da existiert das neue Bund für denjenigen, der in dem Geist hier oben hinkommt. Ist es ein anderes Gesetz? Nein, es ist das gleiche Gesetz. Aber es ist nicht mehr angewiesen, es zu sehen müssen. Und da weiterhin, dass auf der vierten Leine, das, was tötet in dem Sichtbaren, gibt Leben. Da sehen wir gleich wieder auf den gleichen Vers Bezug, das gleiche Konzept. Gesetz der Sünde und des Todes öffnet den Weg zu dem Gesetz des Geistes des Lebens. Römer 8, 2. Und dann, wenn wir sehen, die Arbeit von dem Heiligen Geist überzeugt von Sünde und dann überzeugt von Gerechtigkeit. Warum? Weil der Geist, der uns überzeugt von der Sünde, bringt uns zu Jesu. Es ist ja Jesu, der am Arbeiten ist. Es ist ja keine dritte Person. Jesus in uns bringt das Licht, wovon wir gesprochen haben in Johannes Kapitel 3. Zeigt uns alles, was nicht richtig in unserem Leben ist. Und indem, dass er uns dieses zeigt, haben wir die Möglichkeit, um dieses anzuerkennen, uns bekehren zu Gott. Und dann was passiert? Wir sind dann überzeugt von Gerechtigkeit. Wie? Indem, dass wir glauben, dass wir vergeben sind, weil seine Worte absolut sind. Wenn er sagt, wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr euch bereut oder es bereut, was ihr getan habt, dann vergebe ich euch. Glaube ich es? Ja. Das heißt, der gleiche Geist, der benutzt wird, um mir das Gesetz zu zeigen, wird auch geschickt, um mir zu sagen, dass ich gerechtigt bin. Nicht beim Gefühl, aber weil ich die Wörter Gottes glaube. Überzeugt von der Sünde und dann überzeugt von der Gerechtigkeit. Das haben wir gerade gemacht. Schulmeister, der uns bringt zu Christus. Galater 3, 24. Schulmeister, warum? Bruder Georg hatte das mit Adrian gestern besprochen in der Studium, die wir hatten. Warum brauchen wir einen Schulmeister? Weil als ein Kind sind wir immer noch
ähnelt zu einem Knecht. Wir verstehen den Charakter Gottes nicht richtig. Und wo wir in unserem Wachstum wachsen, brauchen wir einen Schulmeister, der uns erklärt den Charakter Gottes. Und dann, von dem bringt es uns zu Christus, der die Offenbarung des Charakters Gottes ist. Getauft in den Tod und dann auferweckt zum Leben. Die beiden sind nicht oppositionell. Das ist, was wir hier anschauen. Dass das System, das von Gottes, dass das göttliche Muster offenbart zu uns, ist nicht ein oppositionelles System. Es ist ein System, das uns konstant in das himmlische oder in die himmlische Realität reinbringt. Ja, weil solange wir noch denken, dass wir irgendeine Kraft in uns haben, ich glaube, das ist die Aufgabe des Gesetzes, uns zu zeigen, dass wir vollkommen hilflos sind. Wir versuchen erst gehorsam zu sein, wir merken, wir schaffen es nicht. Und wenn wir dann erkennen, wir haben keine Kraft in uns selber, wir sind vollkommen hilflos, uns hilft nur eine totale Beziehung mit Jesus Christus. Und dann gehen wir von dem einen Bund in den anderen. Solange wir noch nicht von unserer Hilflosigkeit überzeugt sind, versuchen wir es immer, denken, oh, ich muss es noch besser machen, ich muss noch mehr studieren, ah, ich muss mich noch mehr disziplinieren. Das ist dann alles eigenes Werk. Und das ist ja der Kraschen, wenn wir am Fuß des Kreuzes sagen, ich schaff's einfach nicht, Herr Jesus, aber du hast verheißen, dass du mir deine Kraft gibst, dass du in mir wohnst. Und dann komme ich in den neuen Bund. Amen. Und Gott ist geduldig in dem Sinne, und das ist wieder in Bezug auf den Charakter Gottes, dass für viele von uns war genau diese Bekehrungsfahrt zu Gott zu finden, indem dass er uns gezeigt hat, oder wir auch erfahren haben in unserem eigenen Leben, ich habe es versucht selbst zu tun, bin umgefallen. Ja, dann lese ich mir ein anderes Buch, um mir zu helfen. Und er wartet. Die ganze Zeit, und du gehst durch dieses System und versuchst dieses System und du gehst hier und hier und hier, bis zum Ende du all die kleinen Faden, die du dachtest, die da waren, um dir zu helfen, sind alle weg und die Möglichkeit dann entsteht, dass nur noch einer da ist. Und dann kommt diese Erfahrung, wo wir dann uns zu ihm bekehren, aber immer noch im alten Bund sind. Und er langsam uns dann zeigt, dass alle Realitäten im unsichtbaren Bereich breit oder Bereich sind. Dienst des Todes führt zu Dienst des Lebens. Und das ist gerade, was du angesprochen hast, Jutta. Dienst des Todes. Versuchen es im Gesetz selbst zu tun. Und jedes Mal darf dazu kommen, um zu verstehen, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Aber in diesem denke ich auch darüber nach, Römer 4,20, where sin abounds, wo die Sünde überwältigend wird, grace does much more abound. Die Gnade noch viel herrlicher. Genau. Und darum, ich mag den Vers, weil ich denke dem, wenn ich den ausdrücken kann in einem grafischen Weg. Römer 5,20 sagt nicht, wo Sünde ist, fange ich langsam an, bis ich zur Gnade zu kommen. Es sagt, genau in dem gleichen Platz, wo die Sünde ist, ist Gnade viel mehr da. Das heißt, ich brauche nur zu glauben, dass die Gnade da ist. Und die Gnade, wenn wir das so anschauen, Jesus ist the Son of Righteousness. Die Sonne der Gerechtigkeit. Die Sünde ist wie ein Berg. Und wenn wir erstmal anerkennen, alle unsere Sünden, wie sie uns gezeigt werden, wir schauen auf die Sünden drauf. Und es ist, als wenn wir fast auf Everest schauen. Bis wir verstehen, dass Gott Gnade hat und wie es ausgezeichnet ist, ist, dass die Gnade Gottes größer ist. Denn die Sünde, die uns vorsteht und die schattet die ganze Sünde. Was bei uns im Glauben passieren muss, ist, dass wir unsere Sünde anerkennen. Und das ist der Prozess, wo wir die Sünde riesig sehen. Aber wenn wir die Gnade anerkennen, dann kommt die Sünde in Schatten. Nicht, weil wir sie wegschieben, aber weil der Prozess, wir anerkennen unsere Sünde,
Wir geben diese Sünde zu Gott in unserem Gebet, und fragen für Vergebung. Wenn wir das glauben, können wir eine viel größere Gnade annehmen von Gott, die diese Sünde in Schatten bringt. Ja, vor allem machen wir dann einfach unsere Hände auf und sagen, du musst es mir geben. Wir glauben dann daran, dass er uns diese Gerechtigkeit schenkt. Und erkennen, wir haben keine Kraft in uns. Das heißt, wir verlassen uns 0% mehr auf uns und 100%ig auf ihn. Und das schaffen wir nur, indem wir die Verbindung mit ihm aufmachen. Wir gehen zu ihm im Glauben und sagen, Herr, ich kann heute nichts ohne dich tun. Ich weiß es, ich bin so oft gefallen. Ich gebe dir mein Herz, veränder du es. Und wir überlassen alles ihm. Und wir bleiben in diesem Submissive, in diesem unterwürfigen Status. Und da müssen wir hinkommen. Und dann, ja. Die Alternative davon ist, dass du diesen Haufen der Sünde siehst vor dir und du nimmst eine Schaufel. Und das ist normalerweise unser altes Bund-Erfahrung. Wir versuchen irgendwie, das wegzuschaufeln, dass der Hügel nicht mehr so groß aussieht. Genau, und genau wie wenn du jetzt mit der Schaufel anfängst und möchtest Mount Everest weghacken, das ist... In dem Loch versinkst du dann selber. Und das Ding ist immer dabei... Wenn du eine Ebene hast und du hast einen Hügel, auch wenn du den Hügel ausbreitest, hast du immer noch einen Hügel. Kannst du nicht eben machen. Der ist immer noch da. Ja. Du machst ihn nicht mehr so hoch und das ist dieser Prozess. Das zweite System. Aber wenn ich daneben den anderen Hügel stehen sehe, von einem anderen, dann geht es mir besser. Genau. Ja. Wenn ich erstmal das Oberteil denke, ich habe ich weggemacht und hinter den Hügel geschoben, dass er keiner mehr sehen kann, dann schaue ich dran und sehe, dass der andere Hügel, ich muss aufschauen zu dem sein, dann bin ich nicht so schlimm. Das andere System, das hier uns gegeben worden ist, durch diesen Samen des Unglaubens. Dieser Samen, der sagt, ich habe Leben in mir selbst. Ich bin nicht abhängig von Gott. Ich sehe den Charakter Gottes, dass Gott tötet. Dass Gott sagt, weil du das Gesetz gebrochen hast oder übertreten hast, wirst du sterben. Und wie wirst du sterben? Wenn ich komme. Ich bringe dich um. Das ist nämlich, wir haben das schon alle besprochen, das ist der Grund, warum Adam und Eva sich versteckt haben. Wie sonst könnten die vernichtet werden? Sie waren nicht tot, wo sie gegessen haben. Es muss sein, wenn sie das Geräusch von Jesu in dem Garten hörten, wo er kam, er kommt, um uns umzubringen. Wir verstecken uns. Dieses andere System, das uns als oppositionell aufgebaut wird, dass das Neue und das Alte, die arbeiten gegeneinander. Und der Punkt dahinter war, es sagt hier, Johannes 10,1 wird angedeutet darunter, unter diesem Augustinus Dispensational gegensätzliche System. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Johannes 10,1. Ein Mörder. Ja, bei dir sagt es Mörder. Okay. Sagt es bei euch Tor oder Tür, irgend sowas? Wenn nicht durch die Tür kommt? Ja? Okay. Wir hatten das schon mal angesprochen von der Tür, die Hesekiel gezeigt worden ist zum Heiligtum. Die andere, wo er in der Wand kratzen musste oder buddeln musste, hat diese Tür gefunden, ist reingegangen und alles, was innerlich in dem Heiligtum gezeichnet wurde, war alles Gräuel. Ja, also alle unreine Tiere und die Männer, die da drin waren, die beteten die Sonne an. Ja. Interessanterweise, wir hatten angesprochen von dem Königreich Babel, dass Babel bedeutet Irrtum durch Mischung. Babel hat auch eine andere Ausdeutung, das Wort. Es ist eine andere Tür zu Gott. Ja, Babel ist ja Tür zu Gott. Ja. Es ist ein anderer Weg zu Gott. Ein anderes System. Und wir sehen dann in dieser Tabelle da unter die gleichen
Eigenschaften, die in der oberen Seite waren, except, dass sie gegeneinander gesetzt werden. Wir haben ein System, das gegen das andere System arbeitet. Wir haben das neue Bund. Wir haben das neue Testament. Wir haben das alte Bund und das alte Testament. Und dann sagen wir nämlich, weil wir hier sind, brauchen wir das nicht mehr. Und warum nicht? Das ist, weil wir kommen, interessanterweise, wenn wir dieses System anschauen von der Brille von Augustinus, ein wunderbarer Charakter von Gott wird hier gezeigt, der gegen diesen Charakter anscheinend ist, den die Leute hier lesen. Except für ein Ding, wenn es zum Ende kommt, wird dieser alte Charakter wieder zurückkommen. Du siehst das in den sieben Plagen, du siehst das in der Vernichtung Menschen, Bruder Georg? Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn ich dann im Neuen bin und dann, ja gut, das Alte, das ist ja weg, das interessiert mich nicht mehr, aber was gibt mir die Sicherheit, dass der nicht irgendwann wiederkommt? Und wir werden nämlich dieses ansprechen in den kommenden Grafiken, weil war das schon? Es ist vielleicht bei dieser hier. Wir haben eine Grafik hier, die spricht das an. Ist interessant, weil ja, okay. Das ist, wir machen das in den nächsten, entweder heute Nachmittag oder morgen, schauen wir uns das an, auf Seite 99. Weil dieses war die Prüfung zu der Zeit 1844. Zu der Zeit 1844 kam zu der Welt der Ruf aus Babylon rauszusteigen. Und dieses war das Aufklärung, das schon in der Zeit der Reformation anfing, eine Aufklärung dieser Irrtümer, wo die Gemeinde, also die Kirche von Roms, aufgesetzt hat. Und ich glaube, wir haben, ist das schon hinter uns oder haben wir das noch vor uns? Also wir sehen den Abfall in Seite 85, wo diese Traditionen, dieses Fegefeuer, Messe, Babytaufe und all diesen Sachen, die wurden ja von den nächsten Gruppen wieder abgelehnt. Du hast die Episcopalians, die Lutherans, die abgelehnt haben, dass du durch einen Priester gehen musst, dass du Connection. Diese langsam aus diesem Reformationsprozess hat Gott durch bestimmte Gruppen das Licht wieder zu den Gemeinden gebracht. Aber in 1800, also gerade vor 1844, kam von den Millerites dieser Glaube oder diese Botschaft, die sagte, Jesus kommt. Es war natürlich eine Missverständnis von der Prophezeiung, aber die gesamte Protestant oder protestantischen Gruppen haben dieses abgelehnt. Und indem, dass sie dieses abgelehnt haben, obwohl sie zu der Zeit war ja natürlich, dass das zweite Kommen nicht zu der Zeit waren, aber dass sie diese Botschaft abgelehnt haben, haben sie das ganze Ende eigentlich auch abgelehnt, die zweite Kommen Jesu. Und darum versucht dieses System konstant den Erlösungsplan, so genannt, innerhalb des Vatikans auf der Erde zu halten. Warum? Weil das heißt, dass das zweite Kommen Jesu eigentlich nie stattnehmen wird. Und in dem System heißt das, dass dieser Gott eigentlich nie mehr auftritt. Weil du diese prophetische Erfüllung eigentlich jetzt vergeistest. Entweder ist es schon, hat schon stattgenommen, oder ist es so weit in der Zukunft, es betrifft sich nicht auf mich. Das ist dann das Friede, Friede. Genau. Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und Rom kann machen, was es will auf der Erde. Ja, weil das ganze System, der Mensch, der Same, der uns ist, der stärkste Samen, der in unserem Leib lebt, ist der Same, der am schnellsten wächst, ist der Same, der sagt, ich kann es selbst tun. Und ein religiöses System, das das unterstützt, wird auch populär sein. Und darum, dieses System sagt eigentlich, dass dieser Gott, der hier ist, den wir weggemacht haben, der kommt nicht zurück. Entweder ist es schon passiert
und manche sind weggenommen werden, oder wir werden auf Erden 1000 Jahre und da wird nur Frieden sein, wir werden uns alle die Hände schütteln und wieder okay und machen wir uns umarmen und dann kommen wir alle als eine Gruppe zusammen und wer nicht einig damit ist, die sind sowieso gegen dieses System, die haben keinen Teil einer Bibel und das sind natürlich diejenigen, die eigentlich die Wahrheit haben. Und die vernichten wir einfach. Und dann werden wir Frieden auf Erden haben, wir werden die los sein und es wird alles okay sein. Bruder Georg. Ein anderes Extrem ist aber auch, dass dann die Leute, dass es eben auch Ansichten gibt, dass eben Gott ist Liebe und er ist so sehr Liebe, dass er niemanden umkommen lässt. Dass eben jetzt erstmal alle die gerettet werden, die jetzt schon artig sind. Und dann kommt ein bisschen Strafe und dann kommen die anderen und dann lernen sie artig zu sein und am Ende ist niemand verloren. Es sind alle gerettet. Was heißt Probation? Gnadenzeit. Oder, ja. Du hast Gnadenzeit? Es gehen manche Leute weg. Ja. Hast du Gnadenzeit? Und dann gehen manche Leute weg und das geht weiter und weiter und weiter und weiter. Warum? Weil du hast gar kein, weil du die Zeitlinie, die die Bibel gegeben hat, abgelehnt hast, heißt das, du kannst das Ding wiederholen bis zum geht nicht mehr, bis alle Leute da sind. Das werden aber nie alle da sein. Ja, aber das will ja dieses System nicht anerkennen. Ja, aber die glauben doch auch, dass wenn man stirbt, dass die alle in den Himmel kommen. Genau. Und das macht keinen Unterschied, ob du katholisch bist oder Mormon bist. Ja. Die Mormons glauben das ja auch. Dass, wie ich das so verstehe, ich habe das vielleicht ein bisschen falsch, ich habe mit denen ein bisschen studiert, dass die sprechen von 3 Ebenen im Himmel. Also manche werden bei der Zweitkunft gleich da oben hinkommen, manche sind nicht genauso okay gekommen und die kommen dann erst hier und die müssen sich erstmal verbessern, bis sie da oben hinkommen. Und diejenigen, die ganz schlimm sind, ja, die kommen da unten hin. Aber meine Frage... Ja, ich hatte das nicht den Verstand, dass die eigentlich jährlich da oben hinkommen, aber denen geht es eigentlich nicht so schlimm. Also die Frage dann ist, das ist ja dieses Unsterblichkeit der Seele Konzept, was ist die Bestrafung? Was ist der Resultat? Das heißt, du hast nie die Situation, wo Probation eigentlich auf dich, diese Gnadenszeit kommen zu Ende, dass es auf dich betrifft, dass ich muss mich irgendwie vorbereiten. Ja. Was macht das einen Unterschied? Ob ich brauche nicht. Ich meine, auf dem Leben habe ich auch nicht in der Villa gelebt. Nee. Da brauche ich da oben auch nicht zu sein. Ich meine, wenn ich ein relativ gutes Haus hier habe und habe einen kleinen Acker oder so, das wäre okay. Und hier unten, wenn die Sonne nicht jeden Tag scheint, oh ja, kann ich auch mit aufkommen. Ich meine, solange es weitergeht. Irgendwie den Verständnis von dem Gesetz Gottes und seinem Charakter ist total in diesen Systemen verirrt. Mhm. Und das ist der Grund dahinter. Genau. Hast einen kleinen Acker und hin und wieder mal bringen die Ordnung rein. Okay. Zu der nächsten Stunde, wie sind wir? Ja. Zu der nächsten Stunde auf 91. Gehen wir weiter von 91 auf nur mal kurz dieses anzusprechen, der Unsterblichkeit der Seele. Das Angriff auf das Volk Gottes ist eigentlich nur da, dieses Grafik ist da zu deuten, dass diese eigene bestimmte Zeit war. Dass es nicht eine wiederholende oder es ist schon, dass es eine bestimmte Zeitlauf hat in der Geschichte der Welt. Und dass dieses betrifft auch auf die Gemeinde, die in die Wüste ging. Und da möchte ich auch gerne ein paar Sachen dazu sagen, innerhalb von der Geschichte von Elia zu diesem. Das ist für uns ganz wichtig, in diesem größeren Bild zu halten. Aber das sprechen wir dann zu der nächsten Stunde drüber. Und ja, machen dann weiter, um dieses anzuschauen. Und dann kommen wir in den dritten Engel rein. So. Lass uns abschließen mit dem Gebet.